euch diesen Sonnenuntergang an. Wir sind jetzt am Flughafen, verlassen Cebu, auf nach Boracay. Nehmen. Der Flug hat 50 Minuten gedauert von Cebu. Sehr modern. Vom Flughafen gibt es dann zwei Möglichkeiten, wie man zum Port, also zur Fähre kommt. Entweder mit einem Bus, das kostet 100 Pesos, also nicht mal 2 Euro. Oder mit so einem authentischen Tricycle, das kostet nicht mal 1 Euro. Und natürlich habe ich mich dafür entschieden. Also wir sind jetzt auf der Fähre, man muss dreimal Gebühren bezahlen. Einmal die Steuer für die Fähre, einmal Steuer für die Umwelt, einmal das Ticket. Insgesamt bezahlt man 500 Pesos, das sind nicht mal 10 Euro. Die Fahrt rüber dauert 20 Minuten und es gibt jede Stunde eine Fähre. Ist aber auch alles gut ausgeschildert und die Leute helfen ja auch freundlich weiter. Man sollte vorher sein Hotel gebucht haben, weil das fragen die ab und man muss eintragen, welches Hotel das ist. Die Tage ist dann tatsächlich egal, aber ein Hotel muss man angeben. So, und dann direkt bei der Fähre, wenn man rauskommt, warten die Taxen. Wir fahren ungefähr 12 Minuten, 1 Euro nicht mal pro Person, 50 Pesos. Und was richtig nice ist, der erste Eindruck von Boracay ist schon mal sehr gut. Endlich habe ich dieses Inselfeeling, was ich auf Cebu gar nicht hatte und vermisst habe. Wunderschön. Wir sind jetzt am White Beach, einer der berühmtesten Strände. Der Strand ist schön, das Wasser ist ein bisschen trüb. Aber ich werde natürlich noch weitere Strände erkunden. Jetzt erstmal chillen. Guten Morgen, meine lieben Freunde. Es ist 10 Uhr in der Früh und wir fahren heute zum Puka Beach. Der White Beach ist leider immer ein bisschen voll, deswegen wollten wir mal den Puka Beach ausprobieren. Der ist auf der nördlichen Seite der Insel. Fahren wir jetzt vom Zentrum 22 Minuten hin. 100 Pesos pro Person, also nicht mal 2 Euro, geht auf jeden Fall klar. Und wir hoffen mal, dass er so schön ist wie auf den Fotos. Okay, dass der nicht so voll ist, war Fake News, aber dass er wunderschön ist, das stimmt auf jeden Fall. Hey. Show me what you got, my friend. Oh. Squid. This one is talapitik. This one, the eel. And egg. Oh, a lot of squid. Yeah. Er meint, das kann man einfach so essen. Like a milk. Like fish? Ja, das schmeckt gut, ist gut. Want another one? No, no. A small one. Komm, wie die Pfeife hat. Ih, da kommt Tinte raus. Guck mal, Tinte. Guck. Den ganzen Tag in der Sonne gelegen und jetzt den Tag mit einem Sonnenuntergang ausklingen lassen. Und Action!
Wir sind jetzt hier in der D-Mall und das ist, ja, heißt zwar Mall, aber ist Open Air. Es ist 5.30 Uhr in der Früh, meine lieben Freunde. Wir wollten eigentlich den Sonnenaufgang schauen, aber irgendwie haben wir das verpasst. Jetzt fahren wir zum Elegant Beach. Der soll sehr schön sein und mal schauen. Also wie ihr sehen könnt, absolut leer. Elgin Beach, mein Geheimtipp, wenn ihr einfach alleine sein wollt. Das Wasser ist auch wie immer sehr schön, kann ich nur empfehlen. Und direkt am Strand gibt es das Kaya Café, kann ich empfehlen. Da gibt es Frühstück für 4 Personen, 4 bis 5 Personen, 1500 Pesos, also um die 25 Euro. Jeder kann sich ein Gericht aussuchen, unlimited, also unbegrenzt Kaffee und Reis. Gratis Wasser gibt es auch immer wieder zum Nachfüllen. Was will man mehr? Ach ja, und die Aussicht ist auch voll nice. Sing for us! Yeah. Euch diesen Sonnenuntergang an. Nein, Mann, ich bin mir sicher, da sitzt jemand mit einem Projektor und macht das irgendwie. Das kann nicht echt sein. Nein. Aber Boracay hat nicht nur geile Sonnenuntergänge und Strände zu bieten, sondern auch Nachtleben, Bars, Clubs. Schaut es euch einfach mit mir an. Eine Bar, die ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist Omba. Sehr bekannt, gute Musik. Und der Top-Favorit auf der Insel ist auf jeden Fall Epic. Tagsüber Restaurant, nachts Disco, da gehen alle hin, ist immer gut was los. Und die Preise sind auch sehr gut. Eintritt bis zu einer gewissen Zeit umsonst, keine Ahnung bis wann, aber kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich auch. Ich auch. Was ich halt an dieser Insel sehr mag, ist es nicht wie auf Koh Phi Phi, dass man überall die Musik hört, nicht schlafen kann und von der Musik belästigt wird. Es gibt hier viele Möglichkeiten zum Feiern, aber alle schön diskret, wenn man das so sagen kann, ruhig. Trotzdem hat man eine Menge Spaß. Another day, another paradise. Was ich an diesem Strand mag, das hat mir an den anderen Stränden so ein bisschen gefehlt. Hier gibt es auch schattige Plätzchen.
Und auch dieser Strand sehr unbekannt, niemand da. Noch ein Geheimtipp von Jamil. Und was wäre das Leben auf einer Insel ohne Island Hopping? Wir machen heute... Boah, scheiße, komm, wie ich gespuckt habe. Wir machen heute Island Hopping und wie immer nehme ich euch mit. Yeah. Thank you. War zu erwarten, ist halt sehr voll mit der Tour. Leider ist das Wetter auch nicht so gut, also es bewölkt, ist trotzdem gut. Machen wir das Beste draus. Also selten so einen enttäuschenden Schnorchelplatz gesehen. Schaut es euch an. Ganzen Korallen einfach tot, kaum Fische. No. Nach einer enttäuschenden Schnorcheltour kommen wir auf eine enttäuschende Insel. Es ist alles so voll. Außerdem die ganze Zeit überall versuchen die was zu verkaufen. Irgendwie, um auf die andere Seite der Insel zu kommen, muss man 300 Pesos nochmal extra zahlen. Die sagen auch immer, dass wir eine halbe Stunde oder so Zeit haben da, wo wir sind. Und dann nach 15 Minuten müssen wir schon immer los. Es riecht hier nach Pisse. Und wir essen jetzt hier. Das Essen wird enttäuschend sein, ich weiß jetzt schon, aber egal. Boah, das stinkt hier so. Was ist das? Ey, guck mal, das ist ein Schwein. Hallo Schwein. Buffet-Essen war auch eher enttäuschend. Aber was nicht enttäuschend war, war das hier. Komm her. Yay. Ja. Den habe ich die ganze Zeit gefüttert und der war auch mein Highlight der Tour. Und was ich noch zum Essen sagen wollte, es war auf jeden Fall mehr Panade als alles andere. Wie ist es hier gegangen? Okay, zwei Highlights. Einmal der Hund und einmal lebendig gekocht werden. Also die Tour hat 4 Stunden gedauert. Ich mach's kurz, macht keine Insel-Hopping-Tour auf Boracay. Was sagt ihr? Macht's nicht, auf gar keinen Fall. Statement eindeutig. So, meine lieben Freunde, und das war mal wieder eine Folge mit mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es sehr gefallen. Boracay, ich kann es nur empfehlen. Wenn ich dran denke, bekomme ich schon Heimweh nach diesen Meeren, Stränden, Sonnenuntergängen. Es war einfach richtig schön. Zimmer gibt es ja zu jeder Preisklasse von 20 Euro die Nacht bis Open End, würde ich mal sagen. Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, liken, folgen. Kommentieren, mit euren Freunden teilen. Mich freut es. Auf Instagram Jamil Entertainment auch gerne folgen. Und bis zur nächsten Woche.